willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland und im eigenen Drescherli. Den Rosselmesh müssen wir noch abstottern von den Blaubeeren. Ich müsste, glaube ich, auch eigentlich mal wieder Kredit bezahlen. Ist auch noch 563.000 oder so offen. Jeden Fall einiges. Und der Drescher hier hat uns 230.000 Euro gekostet. Ob er jetzt noch so viel Wert hat, sei mal dahingestellt. Aber er ist ja auch neu nochmal deutlich teurer. Neu kostet er ja 299.000 der Drescher plus, glaube ich, nochmal 60.000 oder so das Schneidwerk. Von dem her haben wir da schon einen guten Schnapper gemacht. 100. Warte mal, lass mal gerade gucken, was das Schneidwerk kostet nochmal. Ja, 60.000 sogar. Also 130.000 Euro gespart. Ist völlig in Ordnung. So. Bin am überlegen, ob ich so schnell wie möglich. Volker? Ja. Meine Frage. Du hast immer irgendwelche Fragen. Ja, und zwar wegen Führerschein, wann hättest du denn da Zeit zu, wegen Kfz? Also PKW. Stimmt, da war was. Ich bin gerade am Ernten. Ja, bin ich jetzt auch gerade durch. Mach dir keinen Stress. Mit was fährst du denn jetzt gerade? Traktor oder Mähdrescher. Okay. Das ist da wieder noch. Naja, okay. Nach der Ernte hätte ich Zeit. Ja, melde ich dann einfach, okay? Jo, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, also irgendwann werde ich dann schon nachfragen. Jo, bis denn mal. Ciao. Tschö. Stimmt, da war ja auch noch was. Der musste ja auch noch eine Nachprüfung machen. So, mit dem kleinen Drescher dauert es natürlich ein bisschen länger, wobei 9 Meter Arbeitsbreite sind auch in Ordnung. Klar, wenn jetzt 14,7 oder so von einem großen New Holland, von einem 10,5R oder so, keine Ahnung, wäre natürlich nochmal viel schöner, aber muss auch mal klein anfangen.
Gucken, dass ich so viel wie möglich hier runterkrieg an Sojabohnen. Sojabohnen hat eigentlich auch immer einen relativ guten Preis. Okay, gerade nicht. Gerade absolut nicht. Ja, die Hühnchen bräuchten mal wieder ein bisschen Weizen. Davon haben wir noch 13.000 oder so auf Lager. Ich muss den Anhänger noch abholen. Nee, der läuft nicht weg. Ja, letzte Woche noch einen Strautmann bestellt, so einen kleinen. Um darauf die Eier lagern zu können. Zwei Vorgewände durch. Mir ist natürlich auch klar, dass sie natürlich den schlechteren Drescher verkauft haben. Ist ja logisch. Hätte ich genauso gemacht. Aber man muss ja auch gucken, ob er ins Budget passt. Und der Rosselmesh ist eigentlich so am ehesten in unserem Budget, wo ich auch gedacht habe, sowas hätte ich mir dann auch gekauft, neu. Aber wenn ich den jetzt gebraucht kriegen kann und auch noch ordentlich Geld spare, warum nicht? Wäre ja dumm, dann nein zu sagen. Zumal ich ja gerade sowieso einen Drescher gebraucht hätte. Gerade mal gucken.
Gerade wurde mir danach. ...32.000 Liter. Sagen die, kommt runter. Ich glaube fast, dass da mehr Ertrag ist. Könnten fast an die 40.000 Liter werden. Würde ich zumindest nicht nein sagen. Aber dann könnte man das auch alles in einen Anhänger kriegen. Das ist auch gut. So, ein Stündchen habe ich noch zum Ernten. Mal gucken, wie weit wir kommen, bevor wir schlafen gehen. Ich befürchte allerdings, dass der Drescher nach der Ernte hier auf jeden Fall schon einen Service braucht. Hätte ich ein bisschen besser verhandeln sollen. Merken wir uns für den nächsten Einkauf. Ich hoffe mal nur, dass der Strautmann-Anhänger beim Händler nicht irgendwie weggeschlossen wird, weil er rumsteht. Mm-hmm.
Das wäre ja schon ziemlich gemein, gell, wenn ich die Paletten versteigern würde. Mindestgebot ansetzen. Und dann gucken, was passiert mit dem Preis. Ich meine, es könnte auch passieren, dass die Leute dann gar nicht bieten. Und dann bleibt der Preis gering. Dann machen die natürlich einen guten Schnitt. Aber deshalb, wenn ich ein Mindestgebot ausrufe, vor allem erst dann, wenn die Leute Paletten brauchen, also die Aktion machen. Ich glaube, das machen wir. Mischen wir den Markt mal ein bisschen auf. Aber nicht mehr heute, weil heute sind wir schon wieder am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.